Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Elsort. Heute spiele ich mal mit meiner Flammenherz und wie ihr sehen könnt, habe ich mich schon vorbereitet auf PvP. Denn ich habe hier die PvP-Ausrüstung bereits angelegt. Ihr werdet die ersten gleich meckern, ja wie, du hast hier keine, kein Secret Dungeon Set und wie, du hast hier keine... Ja, also, ja, ich kann ja auch meine Waffe anlegen, ne? Also ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht ein bisschen Overkill ist. Ja, beziehungsweise, PvP-Waffe geht sogar eigentlich richtig gut. Was für Element habe ich hier? Ach komm, Wassermeister läuft. Ja, haben wir heute das PvP-Set angeschmissen. Und Aktiv-Skills-Schaden, das ist eigentlich auch ganz sexy. Und für das bisschen Schaden mehr ist es jetzt nicht so. Und, ja, mal mein PvP-Equip angelegt. Jetzt muss ich allerdings noch meine Skills ein bisschen anpassen. Weil ihr seht schon, hier ist alles querbeet. Hier irgendwelche... Ewiges Feuer und so weiter kann ich alles überhaupt nicht brauchen. Und aus endlos Flammen-Dingen und so weiter, das kann ich alles nicht brauchen. Hier mit Flammenrose bin ich viel besser bedient. Genauso mit Flammenflügel eventuell als Konter gegen irgendwelche Runner. Inkarnation des Feuers. Ja, könnte man eigentlich auch noch mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht... jetzt seht ihr meine ganzen... Dinger, ist mir aber auch jetzt gerade ein bisschen egal. Nee, ich habe keinen PvP orientierten Skillring. Ja, und ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Fun PvP, ein bisschen, ne, just for fun, weil ich es einfach kann und so, und ich habe noch überhaupt kein Ranking und überhaupt nichts. Ist mir auch eigentlich ziemlich wurscht, weil wir machen hier Fun PvP. Und ja, bin mal gespannt, wie ich mit meiner Flammenherz mich anstelle. Wie ihr sehen könnt, sind wir bereits Level 80. Ich habe das Event vom Alices und Ara Revamp komplett ausgenutzt und meine Alices auf 80 gepusht. Einige Epic Quests muss ich allerdings noch machen. Aber ja, das werde ich dann irgendwann im Laufe der Zeit mal ein bisschen nachholen. Ist jetzt nicht so dringend für mich das Ganze. Was mich jetzt allerdings überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt hier noch überhaupt keinen Gegner. Gut, ich glaube, das war eh so beim ersten Mal, dass man hier erstmal mit einem NPC kämpft. Und man sich da entsprechend ein bisschen Zeit gelassen hat beim Matchmaking. Aber ich ehrlich gesagt, wenn man eh schon einen PC hat, dann könnte man das eigentlich ja beschleunigen. Aber es dauert und es dauert und es dauert immer noch. Unglaublich. Und ich habe sogar die Königsdisziplin 1 gegen 1 gewählt. Und ich frage mich schon, was da los ist. Langsam wird es skurril. Und ja, ihr braucht euch nicht wundern, dass ich die Pose angenommen habe. Die ist jetzt nicht zurück auf Pyro-Ritterer geschrumpft, sondern ist nur die Pose von der Pyro-Ritterin. Die gefällt mir ein bisschen besser als die von Flammenherz. Deshalb habe ich die einfach mal genommen. Weil bei Flammenherz, da habe ich nur diese Pose. So. Allerdings ohne Animation, ohne nix. Und so bei Pyro-Rittern hat man immerhin ein bisschen Flammen, was ab und zu mal aus der Hand so rausgefochten kommt. Bei der Standard finde ich sowieso ein bisschen langweilig. Und die gelangweilte Alice ist, ich weiß nicht. Ist mir dann nicht so sexy. Nicht so, gefällt mir nicht so gut. Was ist denn heute los, ne? Ich spiele um 20 Uhr. Das ist eigentlich die Primetime für die ganzen PvPler hier. Frag mich, was da los ist. Ah, schmeiß mal nochmal das Ding an. Vielleicht hat sich noch irgendwie... die Suche aufgehangen oder keine Ahnung was. Vielleicht gibt es auch viel weniger Leute, die jetzt gerade im Moment PvP spielen, weil es nicht so viel zu tun gibt in Elsort. Liegt vor allen Dingen daran, dass man jetzt in letzter Zeit nur außer dem Revamp und so weiter nicht viel hatte. Oder es liegt einfach komplett daran, dass ich halt kein Ranking habe und total uninteressant bin für die ganzen High Ranks. Das ist natürlich der Fall, das kann gut sein. Wenn wir Pech haben, warte ich jetzt 20 Minuten und habe dann einen NPC vor der Nase. Mal sehen, mal sehen. Ja, ja, ja. Aber dass man das mal erlebt, ne, in einer Aufnahme, dass man hier überhaupt kein Matchmaking hat oder irgendwie das alles ein bisschen sehr lange braucht und ja, sowas kennt man eigentlich gar nicht, ne? Dup, 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 dup. Dauert alles ein bisschen gerade. Man kann ein bisschen umherlaufen in Ranox währenddessen. Seht ihr wenigstens was von Ranox?
Ja. Das überrascht mich jetzt etwas, dass wir überhaupt nichts bekommen. Keine PC, keine Low Ranks. Wobei es von den Low Ranks wahrscheinlich auch kaum noch Leute gibt. Und die alle irgendwo im A-Bereich oder B-Bereich unterwegs sind. Und dann viele natürlich im S, S Plus und dann anschließend Star. Aber, für die Einsteiger des PvP finde ich es schon irgendwie komisch, ne? Dass man hier überhaupt keine Matchmaking-Geschichte kriegt. Aber wirklich gar keine. Ich frage mich echt, was da los ist. Ist ja echt kurios, das Ganze. Tja. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt in diesem Part damit gerechnet, dass wir hier 20 Minuten richtig geile Matches haben und richtig viel Action abgeht und alles. Aber kurioserweise, wir kommen zu keinem einzigen PvP-Kampf, es meldet sich auch keiner an, es gibt auch keine NPCs, die irgendwie mit Bock haben auf uns einzuschlagen. Also ja, ich weiß nicht ganz genau, wie man die 20 Minuten totschlagen jetzt. Ach, Kinders. Ansonsten machen wir Secret Dungeon, wenn wir wirklich überhaupt nichts bekommen, aber eigentlich hatte ich die Runde wirklich PvP geplant. Jetzt sind wir schon bei der dritten Minute jetzt in diesem Suchdurchlauf und also insgesamt schon 5 Minuten, die wir nur durch Suchen verplempert haben und das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Dauert mir alles ein bisschen zu lange gerade. Kann euch auch nicht sagen, woran es hängt. Tja. Das Elsort Matchmaking, ne? PvP Matchmaking ist irgendwie ein bisschen gerade am Sacken. Wir müssen mal mit 3 Leuten. Ansonsten 2 Leute nochmal ein. Hey, ich kann es mir echt gar nicht vorstellen, dass da echt keiner unterwegs ist. PvP ist doch eh so eine Sache, gerade am Wochenende, dass da immer irgendwelche Leute da im PvP rumhängen. Den ganzen Tag nichts anderes machen außer PvP. Das ist eigentlich der Ganztagsbetrieb bei PvP, das läuft immer. Überraschend das Ganze, echt überraschend. Erwartet eine Minute, ja, aber es läuft nichts. Es geht nichts, es passiert nichts. Echt kurios. Echt mega kurios. Holen wir nochmal eine Person und wenn wir da wirklich nichts bekommen, dann scheißen wir auf PvP. Oh! So viel dazu. So viel dazu. Aber wie lange hat das jetzt gedauert, ne? 6 Minuten. 6 Minuten, bis wir unser erstes Matching hatten hier. Oh, das ist jetzt mit irgendeinem Base-L-Sword. Na toll. Oder nee, das könnte bestimmt so ein NPC sein. Ja, so ein NPC. Ich werde von einem NPC verspottet. Okay. Das war jetzt interessant. Zuerst mal erstmal im Ranking gespielt. Yes! Ja, eigentlich möchte ich nicht erneut gegen einen NPC kämpfen. Probieren wir es gleich nochmal. Aber wenn wir Pech haben, dann geraten wir jetzt wirklich die ganze Zeit an NPCs. Aber hey, immerhin einen PvP gehabt. Oh, und jetzt kommt der zweite. Jetzt läuft es langsam. Jetzt läuft es. Ich hätte mir das vor 7 Minuten gewünscht. Ah, Level 70er. Ah, dann lassen wir mal rocken hier. Feuerfaust. Och, nein. Ich finde es immer erbärmlich, ne? Wenn hier kommt, darf man please ein Win. Den verdienst du dir bitte schön, ja? Auf sowas gehe ich erst gar nicht ein. Ach ja. Jetzt kommt natürlich sowas.
Ich frage mich, warum man eigentlich mit 70 oder allgemein mit alles unter 80 sein Ding macht. Geht doch. War jetzt eigentlich nicht geplant, da los, aber ganz ehrlich. Könnte man sich einfach verdienen, statt danach zu betteln. So, weiter geht's. So. Gut, ich habe mich auch ein bisschen scheiße angestellt. Ich hätte mich schon lange fallen lassen hätte können und alles pipapo, aber drauf geschissen. Ach, den zweiten Win kriegst du jetzt allerdings nicht. Finde ich dann jetzt doch ein bisschen zu generous von mir. So sieht das aus, Bitches. Ja, ich kann meine Kombos. Aber zweimal hintereinander gewinnen lassen, das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Thank you very much. So, gleich nochmal. Das ist, was mir bei PvP zum Beispiel immer ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist immer, dass man die Ausrüstung wieder reparieren muss. Also sagen wir jetzt nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit gegen diesen Noir-Typi spielen muss. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen langweilig. Ah gut, vielleicht kriegen wir dann wenigstens unser Ranking zusammen. Also, dann muss er jetzt die ganze Zeit gegen mich, ey. Das würde mich jetzt an seiner Stelle echt nicht freuen. Ja, ich kann eine richtig lange Combo. Autsch, autsch, autsch. Ja, wo ist er denn? Das ist schlecht. Ah, okay. Ach ja, das war wieder so ein komischer Sieg, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Da fand ich jetzt den zweiten Kampf, fand ich jetzt um einiges interessanter. Und nein, eigentlich will ich nicht die ganze Zeit gegen den kämpfen, was ist da los? Matchmaking, total im Arsch, ne? Wahrscheinlich einfach wirklich so wenig Leute da, die, ja, die hier am Matchen sind. Irgendwelche Low Ranks oder irgendwelche Neuanwärter. War aber zu erwarten eigentlich. So, jetzt wahrscheinlich wieder der. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir die ganze Zeit gegen Noir spielen. Und Noir, falls du dieses Video Spiel zufällig guckst, während du mal wieder PvP machst. Sorry an der Stelle. Aber was kann man machen? Ist... Was hat er geschrieben? Ich habe gerade nicht richtig gelesen. Aber ich schau jetzt nicht nach, ne? Weil das wäre jetzt für mich schlecht.
Dieses Item-User. Das war gut. Das war schnell umgedreht. Ich bin beeindruckt. Bitches. So, ich muss auch mal ganz kurz gucken, was er mir jetzt da geschrieben hat. Habe ich jetzt gar nicht richtig gelesen. Vielleicht das war es auch kein richtiges Deutsch. Ich glaube, das war kein richtiges Deutsch. Warte auf Entscheidung des anderen Spielers. Erwartet. So. Als ob ich bin off. Achso. Ja, habe ich mir auch gedacht, als ob ich der einzigste im Offi-PvP bin, aber tja. So ist das leider, so kommt das leider. Pass auf, jetzt ist es trotzdem der. Man wird sich dann ins Fäustchen jagen, dann wird sich dann sagen, ah nee, ey, nie wieder PvP. Okay, den Win muss ich ihm jetzt ganz ehrlich gönnen, also. Weil jetzt wird es langsam wenig fies, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir die einzigen beiden sind, die jetzt hier am PvP machen sind und so. Das ist echt traurig, ne? Jetzt den Sieg habe ich ihnen jetzt geschenkt. Ist auch nicht weiter schlimm, aber ja. Alter, das ist frustrierend, hey. Also, ne, Noah, wenn du das jetzt siehst, wunder dich nicht, ich finde auch niemand anderen. Ich mache einfach jetzt mal weiter. Ich ein Win, er ein Win, ja, ich ein Win, er ein Win. Und dann sind wir beide im Ranked und dann im Ranked wird es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen anders laufen. Ich glaube, das mache ich öfters, wenn es öfter so ist wie jetzt. Es ist ja eine entspannte PvP-Folge, also so habe ich es eigentlich gerne. Oh, meine anderen Gegner, okay, jetzt muss ich wieder Serious Mode, Alter, Serious Mode. Uff, was zum Teufel? Danke. Au. Was soll denn der Scheiß? Also die macht jetzt die ganze Zeit das, ne? Jetzt bin ich dran. Das war jetzt nicht unbedingt die klügste Kombo von der. Ganze Zeit am Runnen, ne? Oder merke nur ich das? Wow. Ist klar, ne? Eigentlich hätte ich jetzt nicht meine Magiepunkte so verschwenden sollen.
Das wird jetzt ein wenig so weiterlaufen. Du, ich habe nichts dagegen, dass wir hier so weitermachen. Ich kann auch meine ganze Projektile mal anfangen zu spammen. Das ist jetzt... Oh nein! Ah, oh, scheiße. Die ganze Projektil-Spam, ne, die ganze Zeit. Es ist aber, glaube ich, auch neu bei der, bei dem Charakter, bei der Klasse. Cooler Combo. Schwierig auszukommen daraus, außer man lässt sich fallen, aber fallen lassen heißt immer Magiepunkte einbüßen. Ist nicht ganz so sexy. Also vermeide ich das eigentlich eher. Ich habe gedacht, vielleicht erwische ich sie einmal ganz blöd und dann kann ich sie einmal mit Flammenflügel mal einmal erwischen. Hat jetzt leider nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Oh, jetzt ein 58er. Der wird jetzt bestimmt auch gleich fragen, ob ich ihn gewissen lassen könnte. Oder auch nicht. Finde ich mal gut. Ja, wo ist er denn? Los, renn, mein Kleiner, renn! Okay, er macht Kombos. Oh, oh, aua. Wie heilt er sich etwa? Ist ja frech. Das geht's aber nicht. Hey, dankeschön. Geiler Skill, krass, ey. Finde ich auch. Ach ja. Sagt aber auch, ich bin im Nicht-Ranked und werde schon beleidigt dafür, dass ich meine Kombos einsetze. Also PvP, ganz normal. Ach, da kommt er ja schon wieder. Oh, heute ist das die Déjà-vu-Folge, ne? Also hier mit dreimal die gleiche Leute. Oh, das hat er jetzt ganz knapp genommen, aber nur, weil ich hier mich beherrscht habe. Oh, jetzt kommt's. Oh, jetzt kommen die ganz harten Kombos. Nope. So blöd bin ich nicht beim Fallen lassen, auch noch bei dem Elsot in der Nähe rumzustehen. Bam, einmal weggeleckt und genatzt. Ach ja, schön war's. Es kommt aber immer eigentlich immer eine Beleidigung bei PvP. Das habe ich mir schon zur Gewohnheit gemacht, dass eigentlich im PvP immer eine Beleidigung fällt. Pro Matching, also pro Kampf. Aber heute ist sogar mal zur Abwechslung mal ein bisschen zivilisierter. Ah, ich trinke mal schön ein bisschen was. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt... Na natürlich, genau dann, wenn ich was trinke, Mensch. Mann. Nicht mal in Ruhe trinken kann man hier. Mensch, Katsuto. Was soll das? Warum machst du ständig Matchmaking? Ich muss hier was trinken. Ich muss hier mein Blut zum Laufen bringen und so zirkulieren lassen. Ich weiß echt nicht, woran ich erkenne, wie viel Magiepunkte ich bekomme. Stalker. Ja, kann ich nichts machen. Aber zum Glück nimmt das auch mit Humor. Autsch, das würde ich jetzt bereuen. Ah, komm schon. Nein. Ich glaube, ich sollte ab und zu mal eh ein bisschen random PvP aufnehmen. Weil meistens reichen meine Themen immer nur für eine Folge.
Ich habe auch Ehrgeiz. Na 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 na. Geil. Wenn beide Charaktere Ehrgeiz können. Der Ehrgeiz-Battle des Zorns. Hey, ich habe endlich ein Ranking. Ich bin A-Rang. Woo! So, halt stopp. Ich sollte jetzt eigentlich was bekommen. Moment mal. Ach so, ja, hier. Was nehmen wir denn eigentlich? Maske? Ja, die Maske kommt gut. Nehmen wir die Maske. Die Maske ist gut. Die Maske. Wo ist die Maske jetzt eigentlich? Ach, die ist da drin. Oh, okay, cool. Alles klar. Natürlich einen PvP-Titel haben wir auch bekommen. Irgendwo bei Rang. Ah ne, halt, stopp, muss ich noch aktivieren. Oh, das ist ja kompliziert. Ist ja kompliziert als mein Handy-Tarif. Scheiße, wo ist er denn? Ach da. So, unter Rang wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja, cool. Machen wir gerade noch eine Runde, damit ihr einfach mal seht, wie ich mich richtig in den Arsch treten lasse, weil wir jetzt wahrscheinlich ab A-Rang die ganzen komischen Leute hier kommen. Und endlich mal ein anderer Streamer als dieser Slayerholic. Boah, wie mir Slayerholic in den letzten Tagen, in den letzten Wochen langsam aber sich richtig auf den Zeiger ging. Das hat so Überhand genommen, so ein bisschen in letzter Zeit. So, endlich Ranking Matches. Here we go. Schauen wir mal rein. Beide müssen sich noch ein bisschen antatschen. Ah, Wassermeister. Okay, das war clever. Das war auch clever. So sehe ich aus, ja, als ob ich das ein zweites Mal mache. Indem ich weiß, du benutzt gerne Konter. Genau deshalb würde ich das jetzt nochmal machen. Boah, Alter, und ich habe trotzdem mich treffen lassen. Schlecht. Das ist richtig schlecht. Autsch, und ich bin verwirrt. Autsch, und ich darf... Oh, das ist nicht gut. Boah, das war knapp. Das war knapp. Puh, puh, puh. Ich hätte es fast versaut, ne? Ja, musst du geben. Jetzt geht endlich mal ein bisschen was ab. Machen wir gerade noch eine Runde. Macht süchtig, das PvP. Deshalb kann ich auch verstehen, dass die Leute hier den ganzen Tag PvP spielen. Weil das jedes Mal so ein Adrenalinschub ist. Und es jedes Mal das Herz so schnell pocht. Ah, so viel Aufregung. Ich möchte trinken. Ach, komm schon. Immer wenn ich da trinken will. Ja. Ach, nee. Ich sollte außerhalb von meinen, zwischen meinen Aufnahmen mehr trinken. Ah, gut. Oh Gott, das schon wieder. Wie, du bist schon wieder da? Denkt das nicht. Ach, ja, ich finde sowas immer wieder ein bisschen lustig. Slapstick-mäßig so, ne? Wo ist er denn? Ach, da oben. Gangelt da rum. Da, hier, komm. Warum hast du eigentlich Promo-Set, ne? Das ist... Ja, ja, komm, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Da, ja, da ist halt unter tun. In einem Kombo gelegt. Okay, er hat wahrscheinlich sich auch überhaupt keine Mühe gegeben, da irgendwie rauszukommen. Also von dem her war irgendwie schade. Ja, die Quest machst du ja jetzt. Dadurch, dass du verlierst. Ist aber auch egal. Du musst ja nur spielen, PvP, meine ich. Oder? Zweimal im PvP spielen. Oder wie war das? Pass auf, jetzt kommt er gleich nochmal und denkt sich da... Ach, nee.
Haupt schneller hier! Muss ich jetzt auch noch Coaching machen hier. Leider kann ich mein Zeug nicht ablegen währenddessen, ne? Also es. Hopp, bisschen schneller. Ja, hier. Ja, ja, sieht schon besser aus. Ja, ja, ja. Verbindung. Ja, sehr gut. Ja, ja. Langsam wird das was. Ja, komm, weiter, weiter. Ja, ich möchte hier mehr. Ich möchte die Schmerzen spüren. Los. Ich spüre endlich was. Oh. Das heißt, lieb von dir, ja. Nur weil du jetzt mal einmal gewonnen hast, bist du jetzt nicht mein Senpai. So, wie sieht's eigentlich aus hier? Ich möchte hier mal ein gescheites Matching haben. Nochmal gegen einen S-Rang oder einen A-Rang oder irgendwie sowas. Oder eine A-Rang. Pass auf, jetzt kommt er gleich nochmal. Okay. Abgenommen. Und jetzt, okay. Ach, Gottes Willen, wie ich die Leute hier gewinnen lasse. Ah, ich spiele gegen Lu. Okay, auch gut. Dann spielen wir mal gegen den NPC. Habe ich auch nichts gegen. Pass auf, der NPC leckt mich. Würde ich sogar glauben. Alter, der macht Damage. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Au, 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 au. Ah, 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 ah. Ist Lu nicht irgendeiner der Schwächeren gewesen? Alter, langsam nervst du. Alter. Kriegt den nicht zu fassen, ne? Sprunghafter kleiner Bastard. Oh, jetzt lässt er seine Riesenklinge sprechen. Autsch, ich hätte nicht springen dürfen währenddessen. Boom, genatzt. Ah, schön war das. Leider ein bisschen zu vorhersehbar, der gute Lu. Aber ich denke, das reicht als PvP-Folge. Wir haben sogar mal endlich ein paar PvP-Kämpfe gehabt. Geil! Ein neuer Titel wurde freigeschalten. Cool. Dürfte wahrscheinlich der Lu-Titel sein. Ah. Entschuldigung. Längere Meister Lu, da haben wir es ja. Alles klar. Cool, cool, cool. Dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut, sehen uns dann bei der nächsten Folge von Elsort Let's Play wieder am Dienstag. Und ja, hat jetzt mal eine Weile gedauert, bis wir mal endlich was zum Laufen bekommen haben hier. Und ein paar genervte Leute habe ich auch hinterlassen. Aber es war irgendwie doch lustig. Ich glaube, das machen wir öfters. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal zu dieser Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der Asura zunächst einmal und dann am Samstag wieder mit der Elysis. Ein bisschen PvP machen, ne? Wie heute auch. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao!